zur Ebenenbewegung. Das Abbremsen eines gefederten Fahrzeuges in einer sehr einfachen Form. Ich dachte so, wir nehmen, das Fahrzeug ist eine rechteckige Platte da oben. Ich nehme an, dass sie in der Mitte jetzt gelagert ist, auf einem Chassis sozusagen. Ein bisschen übertrieben habe ich das jetzt, ein bisschen gar groß ist das. Und da sind die Räder sozusagen hier. Und genau dort, wo die Räder, die Radachsen sind, da ist der Boden, da sollen die Federn sein. Und dass wir möglichst wenig Abmessungen haben dazu, sei das alles gleich groß. Ich sage also hier L halbe, L halbe. Dann der Schwerpunkt sei genau über dem Lagerpunkt. Da oben ist der Schwerpunkt des Aufbaus, das hat M. Und der Abstand hier ist H. Und wir kennen also die Masse M, wir kennen das Theta S meinetwegen, wir kennen die Abmessungen L und H, wir kennen die Federkonstanten C, oder schreiben wir das extra auf, Federkonstante bei beiden gleich. Und die Federn seien nicht vorgespannt, spielt dann im Grunde keine Rolle. Und nun wird das Fahrzeug gebremst. Es fährt mit V0, V0 und wird nun verzögert. Bremsverzögerung sei A. Und zwar von dem Chassis da unten, nicht? Das wird jetzt auf A verzögert, x 2 Punkt ist minus A. Die Frage ist jetzt die. Oh Gott. H lässt sich jetzt vom Gelenkpunkt B weg, ja. Von B weg. Von B bis S, das sei das H. Oh Gott. So. Wenn da die Verzögerung jetzt auftritt, in der Richtung, nicht so, durch die Bremskräfte, wird jetzt das Ganze mit minus, mit A verzögert, nicht? Dann brauchen wir jetzt natürlich eine ausgelenkte Lage. Ich zeichne es drunter noch einmal, das Fahrzeug ist ein bisschen weitergekommen. Ich zeichne aber jetzt nur die Platte so ein bisschen gedreht, den Aufbau, nicht? Der sinkt ja vorne jetzt ein. Das ist mein S. Und der ist gedreht um den Winkel Phi. Das ist der Punkt B. Um den Winkel Phi gedreht. Wobei sozusagen die Koordinate x ja jetzt die Koordinate zum Punkt B ist. Das
das habe ich ein bisschen groß gezeichnet. Wenn ich das von oben nehme, dann ist das vielleicht das X, nicht? Das Chassis wird verzögert, kommt aus V0, wird gebremst, dadurch sinkt das vorne ein. Und wir interessieren uns für diese Drehbewegung da im Fahrzeugaufbau. Also, wie mache ich das jetzt? Ich könnte erstens sagen, Bewegungsgleichung, es ist in der XS, YS, muss ich ausrechnen, und DTS Phi 2 Punkt. Also, die Koordinate XS, sehen Sie, XS ist gleich X plus E mal Sinus Phi, wenn ich es ganz genau nehme. Ich weiß nicht, ob ich das so genau genommen habe. E mal Sinus Phi. Das ist das XS, nicht? H heißt das H, nicht E. H. H mal Sinus Phi, das ist dieses Stückel. Nicht? Und YS ist Y. Was heißt das Y? Y gibt es nicht. YS, ja, das ist eigentlich H, wenn ich von B ausgehe, ist es das H. H mal Cosinus Phi. Wenn ich nun annehme, dass die Winkel sehr klein sind, dann wird die Geometrie gleich einmal linearisiert. Wir sagen Phi sehr klein, näherungsweise nenne ich das jetzt X plus H Phi und das ist näherungsweise H. Für Phi sehr klein gegen 1, klein gegen 1 linearisiert. Und ich brauche dann die Beschleunigungen und kann das natürlich relativ leicht hinschreiben. Jetzt x2.s ist dann gleich x2 Punkt plus h phi 2 Punkt. Alles in der Näherung jetzt natürlich. Und x2 Punkt ist das minus a. Und das ys2 Punkt ist 0, weil ich eine Konstante gesetzt habe. Jetzt brauche ich die Kräfte. Welche Kräfte wirken jetzt auf dieses Chassis da in diesen Punkten? Die Kräfte rot gezeichnet, denn da wirkt vorne die Kraft F1, die Federkraft F1, da, naja, sage ich auch die Federkraft F2, wenn ich keine Vorspannung habe, wird sie natürlich nach unten wirken, aber das ist mir dann auch gleich. F1, F2 und dann kommt noch das Gewicht. Mg. Und natürlich gibt es im Gelenk da irgendwelche Kräfte, die da so wirken. Das ist das FB. X und ein FBY. Und nun wäre es natürlich sehr geschickt, den Momentensatz um B aufzuschreiben, nämlich zu sagen, ich nehme den Momentensatz um B und vermeide dadurch die Einführung dieser Kräfte FBX und FBY. Momentensatz um B B hat aber die Beschleunigung, nicht? Die Beschleunigung von B ist nach links gerichtet und hat den Wert A. Ich muss also die Beschleunigung von B in den Schwerpunkt hineingeben und zum Theta B Phi 2 Punkt dazugeben. Theta B Phi 2 Punkt dreht nach rechts, nicht, weil der Winkel Phi nach rechts geht. So dreht Theta B Phi 2 Punkt dreht rechts.
Dazu kommt jetzt minus m mal a, weil ja das a so nach hinten geht, nicht? Das ist ja die Beschleunigung a. Am Hebelarm h Cosinus phi. Und das muss gleich sein, dem Moment der äußeren Kräfte um b. Naja, und das Moment der äußeren Kräfte um b, gibt es was für Kräfte? Da gibt es das Gewicht, das dreht mit, m mal g mal h mal Sinus phi. H Sinus phi ist dieser kleine Abstand, nicht? Und dann gibt es dazu minus f1 mal L halbe Cosinus Phi plus F2 mal L halbe Cosinus Phi. Wobei wir sagen, die Federkräfte bleiben einfach senkrecht, also die Schrägstellung der Feder, die wird da nicht berücksichtigt. Das F1 könnte ich sagen, ist, wenn die Federn zum Aufdruck vorgespannt waren, dann wird es F0, wird es noch größer, plus C mal Delta L, und das Delta L ist L halbe Sinus Phi. Wenn ich das für kleine Phi schreibe, dann steht F0 plus C L halbe Phi. Das F2, wenn das gleich vorgespannt war mit F0, und das muss ja sein, sonst ist ja nicht waagrecht, sonst steht ja ein Gleichgewicht nicht waagrecht. Ne? Sonst müsste ja da erst das Gleichgewicht bilden. F0 minus, weil er jetzt entlastet wird, nicht? Da geht er zurück, CL halbe Phi. Also näherungsweise F0 minus. Und Sie sehen nun, wenn man das jetzt um einsetzt, dann da oben eingesetzt müsste, das geht nicht, also scrollen wäre schon sehr gut, wenn man das scrollen könnte, ein bisschen raufschieben, ein bisschen runterschieben einfach. Ich setze da oben ein, Theta B ist gleich, ja, Theta B Phi 2 Punkt, ist gleich. Was habe ich da jetzt geschrieben gehabt? Das F0 war jetzt was nach oben. Bitte? Das F0 war jetzt was nach oben. Die Federkraft in der Lage. Jetzt habe ich doch F0. Und da auch C und F0 gleich groß fürs Gleichgewicht. Nicht? Sonst müssten Sie im Verhältnis der L die. Bitte? Ja. Da müsste man minus schreiben halt dann, nicht? F2, Sie sehen, wäre dann minus C halbe 4 und dann dreht das Vorzeichen. MAH Cosinus Phi steht jetzt auf der rechten Seite. MAH Cosinus Phi. Der Cosinus Phi ist aber ernährungsweise 1. Dann steht rechts noch die Differenz minus F1 minus F2 L halbe Cosinus Phi minus F1 minus F2 Klammer L halbe Cosinus Phi. Und wenn ich da das F1 minus F2 bilde, dann ist das F0 weg und es bleibt C mal L mal Phi. Das Ganze ist CL Phi. Ja. Den Cosinus setze ich wieder näherungsweise 1. Dann entsteht folgende Gleichung. Theta B, ich gebe das rüber, plus C L Quadrat halbe Phi ist gleich M, A, H. Entschuldigen Sie, da habe ich einen Phi-2-Punkt verloren.
Theta B Phi 2 Punkt plus durch Theta B dividiert Phi 2 Punkt plus Omega Quadrat Phi ist M durch Theta A, Theta B mal A mal H, wobei das Omega Quadrat das CL Quadrat durch 2 Theta B ist. Das wäre also diese kleine Schwingbewegung. Irgendwas habe ich da falsch, oh Gott. Ja, irgendwas muss falsch sein. Ich habe da bei SMG verloren. Nein, zurück. Wo habe ich denn das MG H Sinus 4 habe ich verloren? Also das füge ich jetzt oben an. Auf der rechten Seite plus M, Gott sei Dank habe ich noch Platz, H Sinus Phi und das Sinus Phi, das setze ich näherungsweise Phi. Und daher steht auf der rechten Seite noch ein Phi-Term. Und um das jetzt sozusagen richtig zu machen, schreibe ich einfach rechts noch einmal plus M G H Phi. Und muss das Phi natürlich jetzt links dazu nehmen und müsste da schreiben minus M GH durch Theta B. Also insgesamt natürlich schaut jetzt so aus, 1 durch Theta B mal CL Quadrat halbe minus mgh, weil ja sozusagen das auslenkende Moment, nicht, vom Gewicht dazukommt. Wie kommt es jetzt zu Omega? Ich habe einfach das wieder in diese Standardform gebracht und sage, da ist ein Phi-Term und der Phi-Term, die zwei gehören zusammen. Die muss ich nach links geben, dann steht CL Quadrat halbe minus MGH. CL Quadrat halbe minus MGH und dividiere die ganze Gleichung durch Theta B. Also das ist im Grunde CL Quadrat halbe minus MGH durch Theta B. Weil die Schwingungsgleichung in der Standardform immer heißt x2 plus Omega Quadrat x ist gleich Störfunktion, habe ich das sozusagen schon verkürzt so geschrieben, aber zuerst muss man natürlich das verlorene Phi, das ich früher nicht gehabt habe, noch nach links geben, mit einem Minus und dann durch Theta B dividieren. Und das Omega ist nämlich der Eigenwert, den ich ja brauche jetzt für die Lösung. Und Sie wissen wieder, da tritt eine Partikulärlösung auf. Wenn ich Phi konstant setze, dann ist Phi 2.0 und dann ist die Konstante gleich M mal A mal H durch Omega Quadrat Theta B. Das ist eine Lösung. Denn jede Funktion, die die Gleichung erfüllt, heißt ja Lösung. Also die Lösung heißt Phi von t ist gleich C1 Sinus Omega t plus C2 Cosinus Omega t plus, und Sie sehen, partikulär heißt jetzt MAH durch Theta B mal Omega Quadrat. Und wenn ich die Anfangsbedingungen nehme, t gleich 0, phi gleich 0, dann steht hier c2 Cosinus 0 ist 1, ist minus mah durch Theta b Omega Quadrat. Und phi Punkt ist 0, weil keine Drehung vorher war, dann muss c1 gleich 0 sein. Und damit ist die Lösung Phi von t gleich mAh durch Theta b Omega Quadrat 1 minus Cosinus Omega t. Und würde man das rechnen mit Schwerpunktsatz und Strahlsatz und den Schwerpunkt, wäre das wesentlich komplizierter, weil ich dann erst die beiden Kräfte im Gelenkpunkt B ja eliminieren muss und über die Beschleunigung des Schwerpunkts.